Das ist der Moment, von dem an die Kirche von Augsburg wieder einen Bischof hat. Bertram Meyer hat sich im Dom auf den Bischofsstuhl gesetzt, der seit 338 Tagen verwaist war. Die Kathedrale so voll besetzt wie in diesen Zeiten erlaubt und dennoch ein feierlicher, ein bewegender Moment für alle Gäste und selbstverständlich für den neuen Bischof selbst. Die formalen Äußerlichkeiten der Zeremonie waren natürlich von der Corona-Epidemie bestimmt. Nur geladene Gäste hatten kommen dürfen. Jeder von ihnen wurde direkt an seinen Platz geleitet, damit überall der erforderliche Abstand eingehalten wird. Äußerlichkeiten eben. Die Feier selbst würdevoll und festlich, so wie eine Bischofsweihe sein soll. Fast alle bayerischen Oberhirten waren da. Zwei langjährige Weggefährten begleiteten Bertram Meyer zudem zum Altar. In Augsburg dabei auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing. Zu Beginn verlas Domprobst Weihbischof Anton Losinger die Ernennungsurkunde des Papstes. Und der Hauptzelebrant, Kardinal Marx, sprach in der Predigt seinem neuen Mitbruder Mut zu. Lieber Bertram, fang immer wieder von Neuem an, auf das Wort Gottes zu hören in der Begegnung mit Christus, das Wort Gottes zu verinnerlichen und so Zeuge des Reiches Gottes zu werden, gerade in dieser turbulenten Zeit. Dann wirst du auch viele Mitgehende finden, viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, viele Gläubige, die mitgehen. Der Bischof ist nicht allein. Da, wo er wirklich Zeuge des Reiches Gottes ist, kommen viele mit dazu und wollen mitgehen. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen. Amen. Dann die zentralen Elemente der Weihe. Nach dem Treueversprechen legt sich Bertram Meyer als Zeichen der Demut auf den Boden. In der Allerheiligenlitanei ruft die Gemeinde die Heiligen der Kirche um Beistand an. Eine Zeremonie, die für den neuen Bischof eine der prägendsten Erinnerungen an diesen Tag bleiben wird. Als ich auf dem Boden lag, das war erst dreimal, nämlich bei der Diakonin und bei der Priesterweihe, jetzt bei der Bischofsweihe. Und als dann gerade mehrstimmig die Vielfalt der Gemeinschaft der Heiligen aufgerufen worden ist. Also ich bin nicht allein, ich bin sozusagen eingebunden und getragen und geschützt in der Gemeinschaft vieler Heiliger. Die eigentliche Weihe geschieht durch die Handauflegung durch Kardinal Marx, der dabei empfange den Heiligen Geist spricht. Die beiden Co-Konsekratoren, der Nuntius Nikola Eterovic und Ludwig Schick, der Bamberger Erzbischof, tun das Gleiche. Dann wird über den Weihekandidaten das Evangeliar gehalten. Es ist eine besondere Last der Verantwortung, die man hier vielleicht spüren mag, aber auch eine ganz besondere Obhut. Als die beiden Diakone beim Weihegebet des Kardinals das Evangelienbuch über mich gehalten haben, sozusagen das Wort Gottes ist für mich Dach und Schutz für mein Wirken. Ich habe nicht selber Riesensysteme und Strukturen, Konzepte zu entwickeln. Das gehört sicher auch mit dazu, systematisch zu denken. Aber dass das Ganze unter dem Schutz, unter dem Dach des Wortes Gottes steht. Die Mitra, die der frisch geweihte Bischof empfängt, hat schon Erzbischof Josef Stümpfle getragen, der das Bistum Augsburg von 1963 bis 1992 geleitet hatte. Und nun, für jeden sichtbar, der Bischofsstuhl von Augsburg ist wieder besetzt. Von diesem Moment an steht Bertram Meyer, der 62. Nachfolger des heiligen Ulrich, der Liturgie vor. Die erste heilige Messe im Augsburger Dom mit Bischof Bertram Meyer. Ein Tag, den er nie vergessen wird. Etwas geschafft, deshalb, weil man doch irgendwo auch mit Spannung auf den Tag hingeht. Glücklich, dass irgendwo jetzt auch der Startschuss ist, wie bei einem Sportler, der dann am Laufen ist. Und ich bin noch immer ganz überwältigt von der sehr, sehr schönen Feier. Trotz Corona-Umstände war es ein echtes Glaubensfest. Ein Glaubensfest, in dem auch Ministerpräsident Markus Söder bekannte, dass er gerade in diesen schweren Zeiten oft gebetet hat. 10 Wochen nach dem ursprünglichen Weihetermin steht der neue Bischof nun in Fleisch und Blut vor seiner Gemeinde. Und er gab ganz am Schluss der 2,5-stündigen Feier noch einen kleinen Einblick in sein Programm. Wie ich nicht jeden Stein heben und neu einfügen werde im Haus der Kirche von Augsburg, so wenig dürfen wir uns zur Ruhe setzen, um einfach so weiterzumachen wie zuvor.
Ich will und werde nicht alles ändern. Und zugleich bin ich überzeugt, nach Corona umso mehr, dass wir an manchen Stellschrauben drehen sollten, dass auch Bewährtes neu justiert und aufgestellt werden muss. Eine Absichtserklärung, die verspricht, dass es nicht langweilig werden wird im Bistum Augsburg. Damit ging eine Bischofsweihe zu Ende, die ganz besonders war, aber eben auch ganz besonders feierlich.